So, dann wollen wir uns mal um die letzten Schleime kümmern, oder ich bin jetzt. Es gibt nämlich, glaube ich, hier drin nur noch diesen einen hier, den wir gleich eingefroren haben. Und gleich nochmal einfrieren in seiner tollen Pose. Und etwas zurückziehen und die gleich nochmal einfrieren und tot ist er. So, das dürfte der letzte Schleim hier unten gewesen sein, hoffe ich mal. Jetzt gucken wir uns erstmal hier genauer um. Nehmen den Schleimball wieder mit, den wir das letzte Mal schon eingesackt haben. Die Ecke eignet sich übrigens gut für einen versteckten Knopf. Nö, ist aber keiner da. So, hier hinten liegt normalerweise oder lag normalerweise ein Schatz rum, aber hier ist nur ein Schleimball. Ach, sie braucht demnächst mal einen Sack. Und ja, nicht zweideutig sehen. Geben wir ihr den Sack hier. Dann kann sie da nämlich gerade die Kräuter reintun. So. Dann kann sie den Schatz hier auch noch da reintun fürs Erste. Bis wir einen anderen Platz für ihn gefunden haben. So. Mal hier alles abgucken, ob hier nicht irgendwo Secrets oder so versteckt sind. Sieht aber nicht so danach aus. Phalanxhelm. Plus 6 Schutz, plus 8 Schutz. Brauchen wir nicht unbedingt, aber der kann mal mitkommen. So, da ist. Ah, da haben wir ja den grünen Edelstein, den wir brauchen. Der kommt gleich mal mit. Und hallo Schneckis, was macht ihr denn hier unten? Außer schnell sterben. So, jetzt haben wir Schnecke da. Jetzt können wir die von hinten verfehlen natürlich. Oder mit einem Backstep mal töten. So. Essen. Giftbomben sind immer gut. Und hier haben wir einen Blitzpfeil und einen Zahnradschlüssel. Oh, und du solltest mal was essen. Wir haben doch gerade eben ein Schneckenstück bekommen. Das kann gegessen werden. So, erstmal das lose Essen, was wir so haben. Und der Zahnradschlüssel ist schick. Weil. Ist das wirklich der für da unten? Ja, wir sind eigentlich auf derselben Ebene und die Zahnradtür ist hier. Ja, da denke ich mal, dass der für da gedacht ist. So, den Stein nehmen wir auch mal mit. Wie viel sind die eigentlich wert? 15 Gold. Hm? Schick. Da ist er gerade heute ziemlich oft schick. Entschuldigung. Gut. Aber jetzt erst einmal können wir endlich mal die Schleime hinter uns lassen und uns erstmal verlaufen wieder so durch das alte Spinnengebiet wieder raus. Genau, hier war die Ninja-Spinne drin, aber hier geht's weiter wieder am Spektralrelais vorbei und hier runter. Wieder durch diese Falle hier durch, die zum Glück nur einmal aktiv bleibt. Und hier in die Archive. Sehr gut. Und hier müsste genau der Zahnradschlüssel gebraucht werden, der uns eine Schriftrolle der unendlichen Weisheit gibt. Hey, das ist toll.
Wer kann die denn gebrauchen? Er kriegt nur auf Anarm. Das dürfte er wahrscheinlich sogar noch schaffen im Playthrough. Wir sind ja gerade mal auf Stufe 4 und er hat schon über die Hälfte. Er braucht aber noch eine ganze Weile. Er hier könnte in Maces was gebrauchen, aber nö. Sie könnte die 5 Punkte für die Dolche gebrauchen. Oder sie hier. Ja, sie könnte die 5 Punkte für den Improved Combat Caster gebrauchen. Okay, dann kriegt sie die 5 Punkte. Gut. Sehr schön. Und damit würde ich mal sagen, ditchen wir den blauen Kristall hier an. Und gucken mal, was wir hier noch lassen können. Auf jeden Fall den Zauberstab. Das müsste die Munitionskiste sein. Dann kommen hier mal die Pfeile hinein. Ich würde ja am liebsten noch was... was ist leichter? Die Schurigen sind leichter. Die würde ich gerne noch mitnehmen. So. Der Helm kann mal hier bleiben. Die Nahrung behalten wir. Bombenmäßig können die Giftbomben hier bleiben. Die bringen so gut wie gar nichts. Aber gut. Runter da. Und wir sind jetzt endlich in den richtigen Tempelanlagen angekommen. Ja, die... Das neue Muster hier haben wir ja schon beim Runterfallen die ganze Zeit gesehen. Aber jetzt sind wir endgültig hier unten. Also wir hatten ja diesen Bereich hier, wo wir gegen die Legionäre gekämpft haben. Und hier ist gleich schon mal ein Einsturz. So. Aber jetzt sind wir wirklich hier unten. Und jetzt geht es wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell wieder. Guck uns nicht so finster an. Geht es nicht mehr so schnell hier hoch. Und ja, das hier sieht wirklich aus wie die Tempelanlagen. Auch wenn die Jungs hier ziemlich menschlich aussehen. Und unheimlich. Wie Gladiatoren und Legionäre. Und da hinten ist eine Schnecke. Okay, dann gucken wir uns mal hier um. Hier ist ein Hebel. Und da war auch ein Hebel. Dann nehmen wir erstmal den hier um. Wing-Gantlets, die haben wir ja schon. Also Kettenhandschuhe. Aber Pitwood Bread können wir immer gebrauchen. So, aber ist das das Einzige, was hier ist? Eine Schurike. Knöpfe an den Wänden sehe ich jetzt so nicht. Gucken wir mal hier rein. Das hier sieht aus wie eine Zelle und da ist ein Knopf. Der schon mal da was öffnet. Da ist noch ein Knopf. Der da was öffnet. Ein Secret. Faustdolch. Attack Power 12. Speed 20 ist etwas... Ah ja. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Gut. Hier steht wieder eine Kiste rum, in der Kräuter sind, die gleich mal zu ihr rüber können. Und etwas zu essen. Ansonsten kann die Kiste mal hier bleiben. Und ein Schlüssel. Kräuter einsortieren. Und mal Essen ein bisschen anders hin verlagern. Die Kiste hier, die hätte auch irgendwo bleiben können. Die ist ja jetzt voll. Aber gut. Wieder Zaubermenü anmachen. So. Dann machen wir mal den Schlüssel rein und sagen Hallo zum Schneckenkönig. Der wieder in unsere Seele starrt und seine Krone aufhat.
Aber was viel wichtiger ist, ich habe Flattermänner gehört. Der Schneckenkönig nennt uns Apprentice und sagt, dass wir etwas langsam sind. Okay, dahinter kann ich ziemlich gut Flügel hören. Hier ist noch ein Einsturz. Da sind Fässer. Und nur da lang geht's weiter, abgesehen von hier, von den Fässern. Gehen wir erstmal hier lang. Und kommen in denselben Raum. Oh, hier ist der Drache. Bolzen brauchen wir nicht, aber Schriftrolle des Feuerschildes. Was bringst du? Resist Fire plus 3. Er hat Feuer 11, er hat Feuer 0. Sie hat Feuer 41, sie hat Feuer 0. Okay, da sie am wenigsten aushält, kriegt sie die 3 Punkte in Feuerresistenz. Sehr wenig, aber na gut. Aber ja, hier ist der Drache, den zeichne ich mal ein. So, den können wir nämlich nochmal gebrauchen. Und hier ist wieder ein Kurzbogen. Und was zu essen. Und eine Fackel, die wir mitnehmen können. Ja, nicht gerade zu mir, sondern zu ihm hier. So. Und dann gibt es nur auf diesem Weg weiter. Jupp, hier ist der Raum mit den 3 Knöpfen. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Da geht es nämlich darum, hier liegt normalerweise eine Torum-Notiz rum, die jetzt aber nicht mehr da ist. Nö. Nö, so auch nicht. Ich höre einen Flattermann und meine Fackel geht langsam zur Neige. Und zwar steht in der Torum-Notiz normalerweise, man muss diese beiden Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken und dann den Schalter da mehrmals drücken. Uah. Wow. Nette Überraschung oder auch nicht. Wow, das war mal ein guter Schaden von meiner Talisa. Und sie ist vergiftet. Aber. Aha, ihr kriegt Giftschaden. So. Er hat ein Level up, mein Tarion. Also kriegt er gleich mal wieder Punkte in Maces. Und kriegt den. Wie ist das nochmal gerade? Crushing Blow, also zerschmetternder Stoß oder so. Und wir haben ein Secret gefunden. Erst einmal was zu essen. Und ein Handgelenk-Ding. Stärke plus 1. Lebenspunkte, Regenerationsrate plus 20%, aber auch mehr Hunger. Das kriegt man eher. Ja. Einfach durch wildes Rumprobieren, durch Zufall gefunden. Aber das war gemein, dass hier auch noch die Wand aufging. Gut. Dann schlafen wir jetzt erst einmal hier eine Runde.
Und ich würde sagen, ich speichere jetzt an dieser Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.